Hallo ihr Lieben. Immer wenn ich Bücher einer bestimmten Autorin lese, denke ich darüber nach, wie das sein kann, dass mir manche Bücher wirklich, wirklich gut gefallen und manche so gar nicht. Und wie es sein kann, dass eine Autorin so zwei auseinanderdriftende Schreibstile oder Arten hat zu schreiben, wo mir eins wirklich super gut gefällt und eins gar nicht und wo sie halt auch verschiedene Standards scheint zu haben. Und ich dachte mir, vielleicht sollte ich heute mal darüber reden. Und vor allem ist das hier ein Video, wo ich eure Meinung hören will. Habt ihr auch solche Autoren, wo ihr bei einem Buch denkt, hui und bei einem anderen, pfui? Und was sind das für Autoren und was glaubt ihr, woran sowas liegt? Vielleicht liegt es ja höchstwahrscheinlich, würde ich sagen, an den Konventionen der jeweiligen Länder, wo die Leute herkommen. Wenn es jetzt in Amerika ist, dann ist das, kommt es vielleicht auf Genre an, dass man in bestimmten Genres bestimmt schreibt, um erfolgreich zu sein. Und manchmal gefällt das halt nicht allen. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich rede jetzt übrigens über Jennifer L. Armentrout, wenn ich jetzt reale Bücher, also so New Adult oder so Liebesgeschichten, Contemporary Romance Bücher von Jennifer Armentrout lese, dann gefallen mir die meisten sehr gut. Also diese beiden gefallen mir wirklich gut, habe ich ja schon oft gesagt. Die Wait for You-Reihe und das ist jetzt ein Contemporary Romance-Buch von ihr. Und zwar Morgen lieb ich dich für immer. Die gefallen mir wirklich gut, weil ich das Gefühl habe, sie hat das gewisse Etwas, sie hat das Feingefühl, Gefühle darzustellen, ohne sie zu übertreiben und ohne die Geschichte zu übertreiben. Wenn ich jedoch ein Fantasy-Jugendbuch von ihr lese, sowas zum Beispiel, dann bin ich meistens sehr, sehr enttäuscht. Ihr Schreibstil ist immer noch gut, aber der Inhalt ist meiner Meinung nach meistens nicht so gut. Also das ist jetzt Erwachen des Lichts. Ich finde, sie schreibt in dem Genre sehr klischeehaft, sehr manchmal auch sexistisch, manchmal halt einfach so, wo man denkt, ach, das habe ich jetzt schon 10.000 Mal gelesen und die Protagonisten sind so unsympathisch und das ist so furchtbar, was da passiert, weil das so schlechte Vorbilder für junge Menschen sind. Aber sowas funktioniert, glaube ich. Es funktioniert, es wird gut verkauft, Obsidian und weiß ich, das verkauft sich wie geschnitten Brot und ich glaube, deswegen schreibt sie so. Das hier verkauft sich auch wie geschnitten Brot und deswegen schreibt sie so unterschiedlich in verschiedenen Genres. Weil es, glaube ich, ankommt und weil sie so Geld verdient. Ich glaube nicht oder ich denke nicht, dass sie alles super toll findet, was sie schreibt. Ich glaube, das ist bei den meisten Leuten so, die kreativ sind, dass man nicht alles super toll findet, was bei einem herauskommt. Aber wenn das gut ankommt und man damit Geld verdient, glaube ich, machen manche Leute halt einfach damit weiter, auch wenn sie selber nicht zufrieden damit sind. Damit meine ich nicht, dass sie automatisch damit zufrieden sein wird oder sollte und damit nicht. Aber damit meine ich, dass man sich eher nicht verändern wird oder sein Schreibstil oder die Geschichten, wenn man denkt, dass man damit gut Geld verdient und dass das ankommt und vielen Leuten gefällt. Versteht ihr, was ich meine? Und dasselbe Problem habe ich manchmal auch bei hier. Stephanie Meyer, die hat ja jetzt länger nichts rausgebracht, außer diesem Thriller, das kein wirklicher Thriller ist, was ich nicht gelesen habe, weil ich schon wusste, dass es in die Richtung geht. Aber ich habe beide gelesen, als ich jünger war und ich habe beide geliebt. Allerdings ist das heutzutage anders. Das hier würde ich jetzt im schärfsten kritisieren. Das hier liebe ich immer noch. Und manchmal frage ich mich, wie das sein könnte und ob meine Kritik dem einen vielleicht auch dem anderen was antun kann. Aber so oft, wie ich das jetzt nochmal gelesen habe, ich liebe das immer noch. Es hat sich nichts geändert, weil ich finde, dass das Buch auch grundauf anders ist. Und ich frage mich, wie das sein kann, wie eine Autorin so unterschiedlich schreiben kann. Weil sie doch eigentlich innerhalb von weniger Jahren nicht so schnell sich selber und ihre Ansichten geändert haben kann. Wie es sein kann, dass manches echt übertrieben klischeehaft ist und eigentlich nicht so gute Werte vertritt, aber andere Sachen total gut sind und bis ins Detail durchdacht und super alles rüberbringen. Und das verstehe ich halt manchmal nicht. Ich verstehe es nicht, wie Autoren das schaffen, so unterschiedlich zu schreiben. Manchmal halt vielleicht auch ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen Einstellungen über Bord werfen, um vielleicht Geld zu verdienen. Das ist jetzt meine Theorie, das könnte natürlich anders sein. Wie seht ihr das? Was ist eure Erklärung? Habt ihr auch so Autoren, bei denen das bei euch auch so ist? Es würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Was denkt ihr, was steckt dahinter? Und wieso das nicht bei mehr vielleicht Autoren der Fall ist. Vielleicht ist es bei mir so, dass ich nach einem Buch, das ich toll finde, und nach dem zweiten, das ich nicht so toll finde, dann aufhöre, den Autor meistens zu lesen, was jetzt bei Jennifer Armentrout zum Beispiel nicht so war. Aber es ist meistens so der Fall. Oder dass ich halt
eher auswähle, was für Bücher ich von diesem Autor lese und was für welche nicht. Vielleicht ist es deswegen nicht so oft vorgekommen. Vielleicht ist es auch so, weil die Autorin halt an sich nicht so oft das machen, was Jennifer Armentrout macht. Ich weiß es nicht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst uns drüber reden. Würde mich interessieren. Ich denke da auf jeden Fall sehr drüber nach und kann mir das manchmal nicht so recht erklären. Manchmal kann ich mir das nur durch Kapitalismus und Geld erklären. Aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr so darüber denkt. Also schreibt mir das, wie gesagt, gerne. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.